So. Okay, dann mal los. Kein Benzin mehr. Verdammt. Was machen wir jetzt? Oh, Mist. Der Zettel. Was? Auf dem Zettel stand, dass es im Gerichtsparkhaus und bei einer Kuppel Benzin gibt. Okay. Gerichtsparkhaus und Kuppel. So, wie sollen wir diese Orte finden? Wir reiten herum und halten Ausschau. Meinst du, Tommy war auch hier? Auf jeden Fall. Also, wo sind wir? Ziemlich sicher etwa hier. Ah, cool. Dann markiere ich das mal. Zur WFL, oder? Was zur Hölle ist hier passiert? Ich schätze, das Militär hat hier alles weggebombt. Warum sollten sie? Ja, Martin hat das Militär zerstört. Infizierte, die Oberhand hatten. Oder Rebellen. Ist das nicht übertrieben? Naja, es hat meist funktioniert. Gegen Infizierte oder Rebellen? Beides. Scheiße. Glaub mir. Du hattest Glück, nicht in der QZ aufzuwachsen. Das Gefühl habe ich allmählich auch. Was wäre wohl, wenn ich noch da wäre? Vermutlich wäre ich jetzt auch eine beschissene Soldatin. Niemals. Du würdest dir nie etwas gefühlen lassen. Ja, stimmt. Ich muss sagen, ich hätte gedacht, die Sierra-Quarantänezone wäre deutlich belebter. Ja, vielleicht verstecken sich alle in der Sierra Vina. Was meinst du eigentlich, wie viele WLF es sind? Tja, mindestens 8. Wenn wir Glück haben, sind es alle. Das wird schon. Aber wir sollten aufpassen. Und Vorräte sammeln. So, was ist hier? Ellie, ich glaube, Schimmer wird krank. Was? Woran siehst du das? Sie macht so ein langes Gesicht. Oh, Mann. Komm schon, der war doch gut. Ich bin super drauf. Leute, Leute. So, jetzt kann man auch noch ja, die Welt erkunden. Müssen wir sozusagen verschiedene Orte erkunden. Ja, jetzt ist das Spiel eigentlich noch eigentlich ganz entspannt. Aber das ist gesagt, alles nur Vorgeplänkel. Okay, das war wohl alles. So, die Lore haben wir abgeschlossen. Ich weiß gar nicht, ob man jetzt alle Orte erreichen muss oder ob man direkt zur WFL, aber ich glaube, man kann auch direkt zur WFL. Das ist, glaube ich, die Kuppel, ne?
Hey, das Gebäude da hinten hat eine Art Kuppel. Ja, du hast recht. Ist jetzt auf der Karte. Ausgabezentrum. In Boston standen wir ewig an. Und es war scheiße. Ich würde irre werden. Manche wurden es. Sieh dir diese Buntglasfenster an. Die sind ziemlich selten. Treibstoffausgabe. Na bitte. Hedra hat das hier mehr als gesichert. In Boston war immer das Essen knapp. Hungrige Leute drehen durch. Ich kann übrigens auf Pause drücken, um euch das durchzulesen. Spring und Fünfte. War schon oder was? Nee. Die muss doch noch mehr geben. Ist alles nur vorgeblendet. Eingeschaltet.
So, beim ersten Spieldurchlauf war ich hier deutlich besser. Ganz ehrlich, ich war ja viel lautloser unterwegs. Weißt du das? Zum einen ist da Menora-Deko an der Wand. Das ist was Jüdisches. Und ich bin noch nicht in Flammen aufgegangen. In Flammen aufgegangen? Ist nur ein blöder Witz. Also auch nicht zum Lachen? Oh, Klappe. Dieser Ort bringt viele Erinnerungen zurück. Meine Schwester hat mich oft mit in eine Synagoge geschleppt. Dich nicht für religiös gehalten. Nee. Aber ich mag es, Teil einer Überlebensgeschichte zu sein. Du meinst, nach dem Ausbruch? Das. Und die Inquisition. Und den Holocaust. Meine Familie hat immer überlebt. Gerade so. Okay. Sehr, sehr wichtig, sich gut umzuschauen. Ich finde den zweiten Teil besser, was die Grafik angeht. Storytechnisch ist sehr, sehr traurig und sehr, sehr düster. Aber auch ziemlich geil gemacht. Viele sagen, die Story ist langweilig, aber es stimmt überhaupt gar nicht. Also. Story ist auf jeden Fall. Oder mal. Benzin. Ich muss nur hinkommen. Na dann mal los. Ach, Gott verdammt. Hey, also bitte. Das ist dein Haus Gottes. Er ist leer. Wie blöd. Was jetzt? Ach, versuchen wir unser Glück im Gerichtspark aus. Okay, packen wir mal den Kanister. Betest du noch?
Manchmal. Echt jetzt? Wann? Einmal, als wir Jackson verlassen haben. Dann noch bei Joel's Grab. Und manchmal bete ich. Nur so für mich. Hilft das dir? Danach bin ich ruhiger. Ich sehe die Dinge aus einer anderen Perspektive. Es ist ein guter Weg, um zu trauern. Ein Weg, Respekt zu zeigen. So kenne ich das. Hier entlang. Was ist das? Das ist die Tora. Die was? Eine Schrift, sowas wie eine jüdische Bibel. Hm. Meine Schwester würde ausflippen. Unsere New Mexico war halb verbrannt. Okay. Na, immerhin ist noch etwas übrig geblieben. Damit. Hm. Könnte klappen. Ellie, Vorsicht. Es ist okay. Es hält. Scheiße. Wie kann ich denn schwingen, Mann? Hallo. Action hier. Och, meine Fresse. Oh, Leute. Das ist sowas, kotzt mich an in dem Spiel. Oh, Alter! Ey, beim ersten Spielablauf hatte ich da null Probleme. Was ist denn hier los jetzt? Mann, jetzt schwing halt mal, Mädchen. Noch mehr bis zum Anschlag. Es reicht nicht, da muss noch mehr her. Nee, das reicht doch nicht. Alter, das gibt's nicht, Leute. Ey, da stimmt doch irgendwas nicht. Ey, was mache ich denn jetzt hier? Das gibt's doch nicht. Hä? Dann muss ich auch springen. Dabei.
Komm schon, Dina. Gut. Leben wir in der Zukunft? Nein, Dummkopf, das ist ein hebräischer Kalender. Meine Schwester gab mir am Neujahrsfest immer einen in Honig getunkten Apfel. Ach, jetzt will ich einen haben. Ich hoffe, du hast dein Ziel erreicht. Das war's. Mal den Ort auch abgeschlossen. So gut, Lucy, ich will dann Gucci. Hey, okay, streich die Kuppel von der Liste. Finden wir das Gerichtsgebäude. Vielleicht sollten wir uns vorher noch ein paar Vorräte besorgen. So, wie komme ich zurück? Zumindest ist das hier friedlich. So seltsam, in einer Kurzzeit keine Trucks zu hören. Oder Schüsse und Explosionen. Meine Schwester hat sie immer gemieden. Vermutlich deshalb. Bitte spiel auf jeden Fall auf 100% shoppen. Immer paranoider. Manchmal ist sie mitten in der Nacht schreiend aufgewacht. Das ist hart. Wir hatten immer eine gepackte Tasche, falls was passieren sollte. Wir waren nirgendwo länger als ein paar Wochen. Echt scheiße. Ich habe so ein Ding nie in Aktion gesehen. Ihr geht. Kein guter Tag für euch, was, Jungs? Was ist denn? Verbrannte Skelette. So will ich nicht abtreten. Fast wie bei diesen Astronauten. Wovon redest du denn da? Eine der frühen Mondmissionen. Die Elektrik fing Feuer und die Astronauten verbrannten in ihrer Kapsel. Na, immerhin sind sie für etwas Sinnvolles gestorben. Stimmt. Diese Kerle waren nur Wichser, getötet von anderen Wichsern. Meshes. Du wieder auf Pause? Ohne, ne? Irgendwie traurig. Mal schön auf Pause drücken. So, ich glaube, das hier machen wir in der nächsten Folge. Ist auf jeden Fall noch sehr, sehr entspanntes Spiel jetzt am Anfang, aber dann wird es richtig. Ja. Ich werde es auf jeden Fall auf 100% spielen, aber offline ist für dich. Ich finde es schade, dass man. Dass es kein freies Spiel gibt, aber eigentlich schon. Jemand hat hier gecampt. Und zwar vor kurzem. Glaubst du, das war Tommy? Vielleicht. Was hat sie ausgepackt? Was jetzt blöd ist, die Wolken sich nicht bewegen. Oder bewegen die sich? Vielleicht bewegen die sich auch und ich sehe es einfach nicht. Was ist da? Was hat sie da? Ach! So gut, Lucy, für dein Gucci.
Upgrades. Was möchten Sie kaufen, Sir? Ich möchte noch nichts kaufen. Was ist denn das da für ein Symbol? Ja. Aber ich hab doch Bock auf ein Upgrade. Das ist alles so uninteressant. Machen wir mal das hier. Können sie echt zum Cybersoldaten umbauen? Wirklich beim Ziehen schneller, genau, das ist wichtig. Excellent, jetzt kannst du dich schneller besiegen beim Ziehen. Die Grafik ist auf jeden Fall richtig, richtig nice. Naja, wir sehen uns auf jeden Fall in der nächsten Folge. Schön, dass wir ein Zuhause haben, oder? Ja. Als ich in Jackson ankam, war ich überwältigt von all den Leuten. Ich war überwältigt von all dem Essen. Ich weiß noch, wie ich mich anfangs vollgestopft habe. Ich habe Essen für später eingesteckt, als ob es bald keins mehr gäbe. Ich hab's gesehen. Hast du nicht? Doch, und ich weiß, dass ich dachte, wer ist das dürre Mädchen, das das Trockenfleisch klaut? Ich hab nicht so viel Trockenfleisch geklaut. Nun, dann sehen wir uns dann in der nächsten Folge hier, wo wir uns diesen Ort hier anschauen. Und ja, bis zum nächsten Mal. Ciao. Was? Was willst du, Schimmer? Was du nicht sagst. Oh, nein. Ellie, Schimmer sagt, wir sollten eine Bäckerei suchen. Warum? Sie will fragen, ob sie Stuten haben. Ich habe ein Monster erschaffen. Das ist ganz allein deine Schuld.